366 Bärengeschichten von Maan Jansen. 1. Juni. Zurück zur Erde. Die Kühe gucken ganz verdattert. Ist da ein Bär vom Himmel geflattert? Der Korb ist hart auf den Boden geschlagen. Nun hört man den armen Brumm laut klagen. Er hat eine riesige Beule am Kopf. Ist er nicht wirklich ein armer Tropf? 2. Juni. Blaue Flecken. Was ist passiert? Fragt Brumm, als er aus dem Korb klettert. Hast du dich verletzt? Möchte Irwitz wissen. Brumm torkelt herum und hört Irwitz nicht. Verwirrt fragt Brumm nach. Sind wir wieder auf dem Boden? Hab ich wieder am falschen Seil gezogen? Irwitz beeilt sich, Brumm zu beruhigen. Nein, hör nur, dieser verrückte Rabe hat ein Loch in den Ballon gestochen und dann bist du heruntergefallen. Brumm blickt sich um und sieht, wie der große Rabe neben Irwitz unruhig hin und her wackelt. Oh, ist das Einzige, was Brumm sagen kann. Er reibt mit der Pfote seinen Körper und die Beule auf seinem Kopf und sagt, ich glaube, ich habe nur ein paar blaue Flecken, ansonsten geht's. 3. Juni. Oli Mamoli. Einen wunderschönen guten Tag. Kann ich irgendwie behilflich sein? Oli Mamoli, Direktor des besten Zirkus im Lande. Irwitz erschrickt entsetzlich. Er war so mit Brumms Beule beschäftigt, dass er niemanden hat kommen sehen. Die Stimme spricht weiter. Das ist wirklich fantastisch, grandios sozusagen. Ich sehe es schon vor mir, riesige Plakate. Kommt und seht den mutigsten Bären des Landes, exklusiv im Zirkus Mamoli. Wollen Sie bei mir arbeiten? 4. Juni. Prächtig, prächtig. Brumm dreht sich um und fragt den Zirkusdirektor. Meinen Sie etwa mich? Sie sind hier ja wohl der einzige Bär, oder? Ruft der Direktor. Ich glaube schon, antwortet Brumm. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung vom Zirkus. Außerdem sind wir eigentlich auf dem Weg zur 4. Pforte. Außerdem müssen wir noch die Froschprinzessin retten, ergänzt Irwitz. Oli Mamoli schaut Irwitz an und fragt, gehört ihr zusammen? Brumm und Irwitz nicken einstimmig. Prächtig, prächtig, das wird ein großartiger Auftritt. Ich sehe es schon ganz deutlich vor mir, ruft Oli Mamoli. 5. Juni. Käse für Karl. Karl Rabe hat still zugehört. Dann kräht er plötzlich. Siehst du, ich wusste es doch. Für mich gibt es natürlich wieder keine Arbeit. Wie bekomme ich jetzt nur meine tägliche Portion Käse? Immer kriegen die Fremden die besten Jobs und ein einheimischer Rabe, der kann seinen Käse wohl vergessen. Irwitz schaut Karl ärgerlich an und sagt, Brumm kann doch auch nichts dafür, dass er ein Bär ist und du ein Rabe. Karl guckt Irwitz betreten an. Na ja, da hast du eigentlich recht, aber ich habe auch Lust auf ein Stück Käse. Du kannst meinen Käse haben, sagt Brumm. Ich finde, dass Honig und Torte viel besser schmecken. Es ist also abgemacht. Ein Glas Honig und eine Torte für jeden Auftritt, den du machst. Und Käse für Karl? Möchte Brumm wissen. So viel er sich wünscht, ruft Oli Mamoli.